Heute heißt es wieder bei uns Hoch die Hände Wochenende. Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten aus unserer und für unsere Region. Herzlich willkommen zu Mekional am Freitag, Arbeitswochenfinale, den 21. April. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf. Bevor wir Sie aber ins wohlverdiente Wochenende entlassen, haben wir noch einige Informationen für Sie, wie hier zum Beispiel diese aus Olbernhau. Unser Landrat Frank Vogel ist ein Mann mit vielen Ämtern. So sitzt er in den obersten Gremien beim Tourismusverband Erzgebirge, beim Kreissportbund, beim FC Erzgebirge Aue und vielen anderen mehr. In seiner neuesten Berufung hat er morgen seinen ersten öffentlichen Auftritt. Frank Vogel wurde nämlich am 8. April in Wilsdruff zum Präsidenten des Sächsischen Blasmusikverbandes SMBV neu gewählt. Und wie schon erwähnt, hat er morgen in Olbernhau zu einem einzigartigen Konzertnachmittag seine erste Amtshandlung. Sie, liebe Zuschauer, können natürlich auch mit dabei sein. Und was Sie erwartet, hat mal Sebastian Eberlein zusammengefasst. Am kommenden Samstag bzw. morgen lädt das Sächsische und Bayerische Jugendorchester zu der Veranstaltung Faszination Blasmusik ins Treiberhaus der Seigerhütte in Olbernhau ein. Neben Toni Scholl, der einst Egerländer Musikant war, erscheint der neu gewählte Präsident des Sächsischen Blasmusikverbands, Landrat Frank Vogel, der dieses Konzert mit seinem ersten öffentlichen Einsatz repräsentiert. Kaffee und Kuchen kann dieser traditionsreichen Musik zugehört werden. Blasmusik in Frack und Tracht. Ja, liebe Zuschauer, neben dem Welttag des Buches findet am gleichen Tag, also am 23. April, der Tag des Bieres statt. Und das nehmen wir gleich mal zum Anlass, um ein paar Zahlen darzulegen. Zeit für Statistik und die Zahl der Woche. Im Jahr 2016 stellten in Deutschland 1408 Brauereien rund 88 Millionen Hektoliter Bier, ohne alkoholfreies Bier, her. Wie das Statistische Bundesamt zum Tag des deutschen Bieres am 23. April weiter mitteilt, befanden sich darunter allein 624 Brauereien, das sind 44%, in Bayern, wo auch mit rund 24 Millionen Hektoliter im Ländervergleich das meiste Bier gebraut wurde. Mit 195 Brauereien folgte Baden-Württemberg, wo rund 5 Millionen Hektoliter Bier erzeugt wurden. Nordrhein-Westfalen nahm den dritten Platz bei der Zahl der Brauereien ein. 132 sind es hier. Dort wurden mit rund 20 Millionen Hektoliter die zweithöchste Menge Bier in einem Bundesland hergestellt. Na dann, Prost! Nächstes Thema, liebe Zuschauer. Die Waldorfvilla in Marienberg ist ja bekannt für die verschiedensten Veranstaltungen und Ausstellungen. Auch außergewöhnliche Sachen bekommt man regelmäßig geboten. Gestern Abend beispielsweise war es wieder soweit und eine neue Ausstellung wurde eröffnet. Frank Langer hat sich in Marienbergs Kulturtempel unter die Interessierten gemischt. Dreiklang in Textil. Symmetrie,
Licht, Farbe. Unter diesem Motto steht eine neue Ausstellung, die am Abend des 20. April in der Baldauf Villa eröffnet wurde. Fünf Frauen der Künstlergruppe Selene zeigen ihre textilen Kunstwerke. Musikalisch wurde die Eröffnung von Jörg Frenzel aus Großrückerswalde umrahmt. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr die Ausstellung miteinander gestalten können. Wir hatten ja schon einmal angesetzt und haben es dann absagen müssen, weil wir ja nur hier leider im vergangenen Jahr große Baumaßnahmen hatten und haben dann für uns entschieden, erstmal zu überlegen. Und jetzt sind wir fertig und haben gefragt, ob Sie noch mal den Mut haben, mit uns gemeinsam in der Baldauf Villa diese schöne Ausstellung zu gestalten, und Sie haben ja gesagt. Diese Gruppe wurde im Jahr 2000 gegründet, hat aber eigentlich schon viel mehr Vorlauf. Alle Frauen haben schon in Kunstzirkel und an Kunstschulen zusammengearbeitet. Diplom-Designerin Susanne Popp aus Oelsnitz beschrieb in ihrer Laudatio die ausgestellten Stücke. Das Licht an einem Sommertag am Meer ist ein völlig anderes Licht als das Licht am gleichen Tag in einem Waldstück. Und doch ist da nur eine Sonne. Die Wirkung von Licht auf und in Textilien wurde von den Künstlerinnen erspürt und erforscht. Es gibt schattenwerfende Erhebungen auf den textilen Flächen. Helle Stellen, solche, die das Auge fangen, um es dann wieder freizugeben, damit es versinkt in einem tiefen Blau oder einem neblischen Grau. Ohne Licht kann nichts wachsen, auch nicht Vorstellungen oder Ideen. Es war für uns, muss ich sagen, nicht einfach. Wir sind eigentlich weiße Wände gewöhnt. Und es war ein bisschen schwierig, die Arbeiten hier einzubinden. Aber ich denke doch, dass wir, um bei Ihren Worten zu bleiben, einen gewissen Klang hier geschaffen haben. Also wir sind eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis. So, ja, das war, wie gesagt, das Dankeschön an das Haus. Natürlich an Frau Popp, wo ist sie da, für die einfühlsamen Worte, die sie immer wieder aus den Arbeiten herauszaubert. Und die tolle musikalische Umrahmung. Die Künstlerinnen zu Höchstleistungen befördert hat die bekannte Textilkünstlerin Anna-Maria Naumann, die zur Eröffnung der Schau selbst eher im Hintergrund stehen wollte. Ihr galt der Dank der drei Frauen, die zum Auftakt anwesend sein konnten. Zwei weitere Ausstellerinnen, Uta Geisler und Renate Seger, fehlten an dem Abend. Ja, besonders bemerkenswert finde ich eben, und das ist aus Tradition noch von DDR-Zeiten, dass das alles Frauen sind, die das nebenberuflich gemacht haben in ihrer Freizeit, sich damals aber auch mit einem doch gewissen Aufwand qualifiziert haben. Da gab es ja verschiedene Angebote durch Schulungssysteme. Und ich habe damals bei solchen Schulungen also schon als Dozent gewirkt. Und da gab es also dann auch eine Bekanntschaft. Und so hat sich das dann herausgebildet, dass diese Gruppe also über viele Jahre geleitet habe. Man sieht auch in den Werken, sie sind ja mehr als unterschiedlich. Also es ist jeder ihre eigene Facette da mitgebracht, oder? Ja, das möchte auch so sein. Also ja. Da ist wiederum in der Anleitung ist man da gefordert, dass man Richtungen gibt, aber jedem sein Profil belässt. Frau Schlender, die leider im Krankenhaus liegt und nicht kommen kann, aber sie war diejenige, die mit euch gemeinsam diese Ausstellung vorbereitet hat, initiiert hat, und ich glaube, wir können ihr von hier einen Gruß nach Hause schicken. Bis zum 28. Juni kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Baldauf Villa besucht werden. Um die es jetzt geht, richtig sehen zu können, bedarf es einer wichtigen Voraussetzung: einen klaren Himmel in den Nachtstunden. Der Überlieferung nach hat man, wenn man sie sieht, einen Wunsch frei, der sich dann auch erfüllen soll.
Besonders große Chancen, solche Sternschnuppen zu sehen, hat man jeweils im Spätsommer und jetzt im April, denn dann durchquert die Erde einen Meteorstrom. Genauere Informationen hat hier Sebastian für Sie. In der Nacht von Samstag auf Sonntag lohnt sich ein Blick in Richtung des Sternbilds Leier. Dieses Sternbild ist relativ schwer zu erkennen. Lediglich der Hauptstern Vega, welcher der fünfthellste Stern am Firmament ist, lässt eine ungefähre Ortung zu. Uns erwartet aus dieser Richtung ein kosmisches Feuerwerk, oder besser gesagt ein Meteorschauer der Leriden. Bis zu 18 Sternschnuppen pro Stunde werden in diesem Zusammenhang erwartet. Ab Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden kann das Spektakel beobachtet werden. Vorausgesetzt, uns versperrt keine dichte Wolkendecke die Sicht. Die Herkunft der Meteoriten führt auf den Komet C-1861G1 zurück. Auch bekannt ist dieser unter dem Namen Thatcher. Dieser befindet sich auf einer Umlaufbahn um unsere Sonne und benötigt dazu 415 Jahre. Entdeckt wurde dieser am 5. April 1861, doch die ersten aufgezeichneten Beobachtungen der Leriden stammt aus dem Jahr 687 vor Christus. Chinesische Beobachter berichteten damals, dass Sterne wie Regen vom Himmel fielen. Bei der letzten Aktivitätserhöhung im Jahr 1982 wurden ca. 90 Meteore pro Stunde beobachtet. Wie bereits erwähnt, sind in diesem Jahr nicht so viele Sternschnuppen zu erwarten, aber dennoch kann der ein oder andere Wunsch geäußert werden. Die beste Zeit, liebe Zuschauer, um die Sternschnuppen zu bestaunen, sind die frühen Morgenstunden. Und das Maximum wird laut der Astronomen am 22. April erwartet. Vorausgesetzt, dass das Wetter mitspielt. Und das verrate ich Ihnen gleich nach den Polizeiberichten und den Blick in die Blitztipps. Zschopau, Unfallflucht, Zeugen gesucht. Am Donnerstag, den 20. April, zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines bisher unbekannten PKW auf einen am Fahrbahnrand in der kurzen Straße in Höhe des Hausgrundstücks 5 abgestellten dunkelblauen VW Passat, so dass Sachschaden am dunkelblauen PKW VW in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher machen? Unter Telefon 03735 60 60 werden Hinweise im Polizeirevier Marienberg entgegengenommen. Ja, und natürlich werden die Geschwindigkeiten auch am Montag unter anderem in Pockau, Olbernhauer Straße, kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas. Das spart Geld und Ärger. Wie üblich folgt jetzt noch der Blick in unser Wetter. Ja, heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel wieder komplett zugezogen und vom Sternschnuppenzauber bekommen wir aber überhaupt nichts mit. Die Wolkendecke ist dicht. Bei einem Blick nach oben fällt einem lediglich leichter Regen in die Augen. Das Niederschlagsrisiko beträgt wieder 90% und zwar im gesamten Sendegebiet. Der Aggregatzustand wird auch flüssig bleiben, denn die Temperaturen liegen wieder mal über der Nulllinie. Wie zum Beispiel in der Stadt der Sieben Täler, also in Olbernhau, werden zwischen 6 und 4 Grad erwartet. Am Roten Turm in Marienberg zeigt das Thermometer zwischen 5 und 3 Grad an. Und am Dicken Heinrich in der MZ-Stadt Zschopau steht zwischen 7 und 6 Grad in den Displays der Thermometer. Der Wind bleibt auch weiter aktiv, er weht schwach mit um die 21 und stark böig mit bis zu 56 km pro Stunde aus Westen.
Für den Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens morgen früh können Sie schon mal einen Schirm zurechtstellen. Der Tag beginnt mit einem bewölkten Himmel, der uns auch wie schon in der Nacht leichten Regen beschert. 90% beträgt auch hier das Niederschlagsrisiko. Im weiteren Tagesverlauf lässt der Regen nach und die Sonne liefert immerhin noch bis zu einer mageren Arbeitsstunde ab. Gegen Abend werden die Wolken wieder dichter und es fällt wieder Niederschlag. Dann aber aufgrund der Temperaturen nicht nur in den Höhen als Schnee, sondern auch in den tieferen Lagen. Die Werte werden wie folgt. In Halbach gibt es zwischen 6 und 1 Grad Celsius. In Großrückerswalde fährt das Quecksilber bei zwischen 6 und 0 Grad. Und in Griesbach stehen 7 bis 2 Grad zu Buche. Der Wind ist auch weiter sehr aktiv. Er weht schwach mit um die 22 und stark böig mit bis zu 52 Kilometer pro Stunde weiter aus Westen. Der weitere Ausblick, liebe Zuschauer. Der Sonntag ist ein kleiner Lichtblick. Der Himmel ist zwar wolkig, aber auch die Sonne spielt im Wettertheater mit. Genauso wie leichte Regenschauer, die immer wieder bei uns hier durchhuschen. Zwischen 7 und 1 Grad steht in den Thermometern und der Wind weht weiter aus Westen. Der Montag macht es einem richtig schwer, auf Arbeit zu gehen. Nicht nur, weil Montag an sich ist, sondern es wird auch der schönste Tag der Woche. Viel Sonne, wenig Wolken und Temperaturen zwischen 13 und 5 Grad machen es zu einem wunderbaren Tag. Der Wind weht weiter aus westlichen Richtungen. Ja, und wie das dann kommende Woche so weitergeht, das erfahren Sie dann am kommenden Montag hier bei uns an dieser Stelle. Liebe Zuschauer, das war Megional am Freitag und es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir erst wieder pünktlich am Arbeitswochenstart, also am Montag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Übrigens, mehr von uns finden Sie noch im Internet, auch diese Sendung nochmal zum Anschauen. Also einfach mal reinklicken unter www.mef-lein.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ein super tolles Wochenende. Tschüss bis Montag und hier noch das Wort zum Wochenende. Tschüss. Das Wochenende steht ja vor der Tür. Haben Sie da schon irgendwas geplant? Nee. Und freuen Sie sich aufs Wochenende? Nee. Ja, ich freue mich schon. Ich hoffe natürlich, dass im kommenden Wochenende das Wetter besser wird. Das ist eigentlich unser Ziel. Ja, und haben Sie schon irgendwas geplant fürs Wochenende? Nee, wir gehen raus in die Natur, machen einen Spaziergang oder laufen eine Runde mit Stecken. Ja, ich bin Rentner. Das ist gleich. Haben Sie irgendwas geplant? Oder? Nee, kein. Dieses Wochenende nicht, nee. Und freuen Sie sich aufs Wochenende? Ja, immer.